Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Einteiler. Der letzte ist ja schon etwas länger her und wir werden uns hier mit Among the Sleep auf jeden Fall die Zeit vertreiben. Das ist ein kleines Indie-Horrorspiel, wo wir ein kleines Baby spielen. Kurz reingeschaut, es ist in Deutsch, aber nicht die Sprachausgabe, sondern nur der Text, ja. Man kann auch das Intro überspringen, wenn man möchte. Das werden wir allerdings nicht tun. Und wir springen einfach mal rein. Ich hoffe, ihr habt euch alle was zu essen und was zu trinken mitgebracht. Denn das könnte etwas länger dauern. So zwischen anderthalb bis zweieinhalb Stunden ungefähr wird zumindest angegeben. Na, mal sehen, wie lange wir dann brauchen werden. Ohne, dass ich hier schneide natürlich, ne? Wenn es geht. Ich habe übrigens ein Mio-Mate. Und Wasser. Hey, sweetie. Did you finish your drink already? Careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Ich kann auch interagieren, wie ihr seht. There and there. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Okay, 2 Jahre. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Here it comes, through the tunnel, choo-choo. I'll be, right back. Okay. What are you doing? Ist das Angst? Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Oh my. How much cake did you have? Ja, Krillbyte Studios hat das Ganze entwickelt und ich glaube, es läuft auch mit der Unreal Engine 4. Da wird alles dunkel, seht ihr das? Präsentiert. Among the Sleep. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back.
So, wir können auf jeden Fall Objekte auswählen und sie verschieben. Und wir sind kein wirkliches Baby mehr, sondern ein Kleinkind. Okay, unser kleiner Racker ist anscheinend ziemlich intelligent. Wo ist denn der Teddy eigentlich? Da oben, ne? Mhm. Sorry, mein Freund. Ich schmeiß dich mal runter. Wir sind also ein Mädchen. Hä? Hier ist aber nichts drin. Teddy, wo bist du? Okay, das kann ich nicht öffnen, oder? Nope. Ah, guck mal da. Ich sehe die Ohren. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Okay. Er kann reden und sich bewegen. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Wie kann ich das überhaupt machen? Turn around and cover your eyes. Okay. There. You can look now. Wow. Das ist interessant. Warmer. Vielleicht im Schrank. Pretty warm. Ah, guck mal, wie ich hab. Super warm. You found it. Hui, ich hab ihn gefunden. Wow, is that a music box? Does it work? Ja, ich glaube, die ist von unserer Mutter, ne? Na, willst du da hoch? That's a nice melody. Kann ich ihn eigentlich... Es steht eigentlich, dass ich Viereck drücken kann, um ihn zu umarmen, aber das geht irgendwie gerade noch nicht. Da war ein Buch. What's this? Miep, miep. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Oh! Ich wusste es. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need someplace very dark. Genau, denn es gibt eine besondere Mechanik. Your closet. Mann, für so einen
Kleinkind muss die Welt wirklich verdammt groß sein. Ich meine, für uns ist sie ja schon verdammt groß, aber guckt euch das an, ne, wenn man so klein ist. Oh Mann. Ja, es gibt Turing leider. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Genau. Denn Teddy hat eine kleine Taschenlampe an Bord. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. Oh Gott. Was sind das für Geräusche? There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Oh ja, das ist bis jetzt sehr schön gemacht. Vor allem sehr niedlich, aber es könnte sich schnell ändern. Oh nein! Was ist jetzt passiert? Ach so. What? Au! Okay, das ganze Licht ist aus. Teddy wurde anscheinend entführt und, naja. Wir haben ein bisschen Angst. What? Das ist doch Teddy, oder? Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Thank you.
Okay, wir sollen Mama finden. Hallo? Ist da wer? Shh. We have to be very quiet. We can't let it find us. Was darf uns nicht finden? Okay, ich krieche mal. Ist da was in der Küche? Es war wahrscheinlich was in der Küche. Der Fernseher ist an und alles ist komplett durcheinander. Interessant. Also wir müssen die Mama von den werten kleinen Mann oder von den kleinen Mädchen finden. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Okay, da müssen wir die Tür anscheinend aufmachen. Warte mal. Eins brauchen wir noch, oder? Nein, geht nicht! What? Ja, okay, so komme ich anscheinend nicht hoch. Oder hier. Nee, das geht auch nicht. Warte mal. Oder brauche ich einen Stuhl? Vielleicht brauche ich ja den Stuhl. Ah, komm. Hallo. Ich kann den Stuhl gerade nicht mehr bewegen, warum auch immer. Doch jetzt. Okay, jetzt komme ich hier rüber, aber... Ach, verdammt. So, wir müssen es anscheinend so machen, weil wir sonst nicht hochkommen. Aber es hat ja schon fast funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Entwickler übrigens noch was anderes, entwickelt haben, also ein anderes Spiel. Wenn das jemand wissen sollte, kann das ja mal gerne in den Kommentarbereich schreiben. Bei den Herdplatten sollte man aber eigentlich nicht rumlaufen, ne? Ah, shit, das geht auch nicht. Da haben wir eine Kaffeemaschine. Wirklich weit runterfallen darf ich auch nicht. Okay, warte mal, wir haben ja noch einen Stuhl. Ich glaube, den brauchen wir einfach nur. Der Rest war, glaube ich, ein Gimmick. Die Geräusche sind richtig gut gemacht. Okay, da hätte man sie auch erschrecken können. Da
Nochmal ein Feuerlöscher. Und eine Zeichnung. Mom. So, jetzt muss ich nur mal einen Weg finden, um da reinzukommen. Oder vielleicht gibt es auch eine Abkürzung. Warum schlägt mein Herz so doll? Uhr? Okay, warte mal. Kann man das so weit aufschieben? Ja. Ist aber doch nicht Mami im Bett, oder? Das Spiel hat leider so einen Mini-Ruckler. Gerade. Ich mich gerade erschrocken, ey. Was ist das für ein schwarzer Schleim? Haben wir irgendwas Schlimmes erlebt? Alter! Ich hab's nicht mal gesehen! What? Also von hier drin kommt auf jeden Fall die Musik. Übrigens, hey, hello? Look at Mommy's necklace. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. Okay. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Ja, das glaube ich auch. Ich habe das Spiel. Das heißt also, das ist jetzt schon eine Weile blind hier, was wir machen. Wir waren im Keller. Okay, ich kann nur Inventar öffnen, mehr nicht. Also müssen wir wohl runter. Kagando, was soll das überhaupt heißen? Are you all right? Ja, mir geht's gut. Was ist das? Oh. What is this place? Vielleicht die Psyche?
What's that doing here? Keine Ahnung. Vielleicht eine wichtige Erinnerung? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Gut, genau. Erstmal Teddy umarmen, beziehungsweise ihn hochheben. Und dann die Tür öffnen lassen. Whoa, look at this place. Okay. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Yeah. Hallo. Hallo. Das da vielleicht. Hä? Warte mal. Open. Maybe we have to press both at the same time. That's it. It seems like the memory you shared unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Okay. Wir brauchen mindestens drei weitere Erinnerungen. Interessant. Kannst du da weiter hochklettern? Danke. Also ganz ehrlich, das ist ziemlich gut bis jetzt. Also die Atmosphäre passt. Die Musik ist sehr schön gemacht und die Synchronsprecher arbeiten wirklich hervorragend. Where are we? Ich find's nicht gut. Okay, hier leuchtet es von alleine. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich dem Spiel ein bisschen zu schnell bin. Oder ob es nur täuscht. Wow. Was ist das denn? Okay, die Maschine treibt also dieses rotierende Gerät an. Oder die rotierende Plattform so rum. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Alter. Was ist das denn? So, warte mal, wir müssen hier unten lang laufen, glaube ich. Genau.
Is there a way up this tower? Ja, es gibt einen Weg, bestimmt. Ach, dafür brauchen wir bestimmt die Eulen oder was da sind. So viele habe ich noch nicht. Da ist ein Schuppen. Ich meine, könnte es sein, dass der Vater irgendwas sehr Mysteriöses angestellt hat? Und dass die Mutter der einzige Lichtblick ist? Ist alles dunkel geworden. Eine Zeichnung. Kannst du da jetzt mal, danke, durchgehen, wollte ich gerade sagen. Manchmal, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Wir können mich hier, doch, wir können rein. Was ist das denn? Gehen wir fahren. Können wir da durchkrabbeln? Ja. Licht darunter fallen eigentlich nicht, oder? Da ist eine große Eule. Warte mal, ich glaube... What? Der Weg ist zu, oder? What? Jetzt völlig bescheuert? Hier war doch gerade noch ein Weg. Ah, okay. We're trapped, we're trapped. Bleib ruhig, Teddy. Ja, entschuldigt Leute, dass es so eine Fehler gibt. Ich kann dafür nichts. What? Was ist das denn für ein gruseliges Spielzeug? Nein! Aha. Es ist nur... Wo geht's als nächstes hin? Wie viele haben wir denn schon? 4 Stück. Ich glaube, 5 brauchen wir. Vielleicht jetzt hier hinten hoch? Teddy, nicht nur du hast Angst. Hier hin. Hier hochkraxeln vielleicht? Wait a minute.
Okay. Ey, das ist verdammt gut gemacht. Wirklich verdammt gut gemacht. Wisst ihr, für ein Let's Play werde... So, wir brauchen... wir haben aber 5. Wie viel brauchen wir dafür? 6, ne? Ja, wir brauchen 6. Shit, wo kriege ich denn jetzt die letzte her? Irgendwo fehlt mir noch eine Eule. Ich weiß nicht, wo die zu finden ist. Wir kriechen mal, sind wir ein bisschen schneller. Wo waren wir denn noch überhaupt gar nicht? In den dunklen Wald da drüben, oder? Also hier. Hier ist auch nichts. Da ist ein Zaun, okay. Ich muss irgendwo eine vergessen haben. Die Frage ist bloß wo. So, hier sind wieder diese komischen großen Eulen. Ich verstehe es nicht. Also hier waren wir auch drin. Wo waren wir denn noch überhaupt gar nicht? Ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht muss ich auf die Rutsche darauf. Da kann ich auch nicht rauf. Jetzt bin ich verwirrt. Also, wir waren im Schuppen, da war eine Eule. Wir waren in den komischen Garten, da war eine Eule. Da drüben war... Ne, warte mal, da drüben war ich noch nicht, oder? Hier ist noch eine. Diese scheiß Fehler, Alter. So, wie soll ich... Wie soll ich denn den Stein runterkriegen? Ah, ich weiß wie. Da war noch eine Zeichnung und da war die letzte Eule.
Warum gehen eigentlich die Pflanzen wieder aus? Das verstehe ich bloß noch nicht so ganz. Okay. Ah, jetzt bin ich... Die sind jetzt insgesamt schwer genug, damit wir da hochkraxeln konnten. Interessant. Was ist das? Sieht aus wie irgendwelche Zeichnungen und so. Ah, wie eine Zeichnung. Okay. Hallo. Geh durch. Danke. Was war das? Finde ich gar nicht witzig. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das hier eine Traumwelt ist. Also klar, es wirkt erstmal so, ne? Das ist alles so mysteriös. Vielleicht ist es aber auch nur die Fantasie des Kindes, ne? Was haben wir da? Eine Zeichnung mit dem kleinen Kind und... Ja, keine Ahnung. Okay. Nicht, dass das Kind gestorben ist. Nee, das würde keinen Sinn machen. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Das ist alles so mysteriös. Wir verlassen jetzt zumindest diesen Ort wahrscheinlich gleich. Finally, we must be getting closer. Ja. Ja, entschuldigt bitte die Mikroruckler, wie gesagt, ich kann dafür nichts. Das Spiel kam ja relativ früh zur Zeit der PlayStation 4 raus. Ich glaube, daran lag es denn. Ich spiele das Ganze natürlich auf einer PS4 Pro, aber trotzdem. We made it back. Ja. Aber hat sich jetzt irgendwas verändert? Sachen, was mir leider nicht ganz so gut gefällt. Oh, ich wollte schon sagen, nicht, dass das Spiel abstürzt. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Ey, was ist denn jetzt hier los, Alter? Die... Ich weiß nicht... Ey, hört gar nicht mehr auf. She must be so worried about you. But don't be afraid. You and me will work this all out together. Jo. Da haben wir jetzt die Spieluhr. Okay, hier ist der Ort, wo wir die ganzen Zeichnungen auch zusammentragen, wie es aussieht. Ja, komm. Hallo? Ist schwerer, als es aussieht. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Ein bisschen, ne?
Come on, we have no time to lose. Aber warum sind wir jetzt größtenteils in dieser Welt unterwegs? Also irgendwas Schlimmes muss ja passiert sein. Und sonst, wahrscheinlich wird es sogar noch mehr, also noch schlimmer und abstruser und so weiter und so fort. Na mal gucken. Ich trinke mal Mate. What? Sieht alles so zerstört aus. Ist das eine Art altes Herrenhaus oder so? Sind hier Bäume mitten in dem Gebäude? Wie strange. Aber trotzdem unheimlich gut gemacht. Ich mag's bis jetzt. Okay. Those floaty things. Memories. Maybe the next one is behind those roots. Ja, aber nur der Weg darüber, oder? Warte mal, kann ich hier hochkraxeln? Ein Puzzle. Hier sieht's aus, als könnten wir nicht lang laufen. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Warte mal. Nee, da kann ich auch nicht durch. Ja. Warte mal. Also irgendwo müssen wir anscheinend lang, aber wo, habe ich keine Ahnung gerade. Da bin ich zu groß für. Bin ich gerade völlig behämmert? Nee, warte mal. Ach, ja, jetzt weiß ich's. Ah. Verstehe. Dieses Puzzle, soweit wir das etwas, naja, erweitern, verändert es den Weg oder öffnet diesen. Jemand oder ist es? Keine Ahnung. Einfach nur ein Soundeffekt. Also wir sollten nicht im Wasser fallen, ne? Achso, okay. Bei meinem Kopf vorhin ist es extrem laut, also. Deswegen erschrecke ich mich da so ein bisschen. Was ist das?
Und jetzt? Ah, hier hoch. Hallo? Kannst du da... What? Es gibt leider ein paar Fehler in dem Spiel. Also gerade das Hochklettern, das funktioniert mitunter nicht so gut. Da steigen Blasen auf. Ich will also nicht wissen, was das ist. Kann ich das Ding eigentlich schieben? Nee. Okay. Hier sind Zeichnungen. Nee, Briefe. What? Ja, das wird immer abstruser. Okay, warte mal, ich muss die Truhe runterschmeißen. Alter, du kleines Mistvieh. So. Also, es funktioniert erstaunlich gut, ne? Was ist das? Eine Zeichnung, anscheinend. Okay. Ich habe gerade was gehört. Oh nee, habe ich mir jetzt den Weg verbaut? Nee, okay. Gut. Das ist ein altes Kinderzimmer, wie es aussieht. Kannst du das weiter nach unten schieben? Danke. Oh Mann. Da mal ein weiteres Puzzle. Und da haben wir eine weitere Zeichnung. Aber wo geht's jetzt weiter? Achso, okay, da. Also für zwei können wir erstaunlich gut zeichnen, ne? Da haben wir ein Spielzeugflugzeug, okay. Meine Kinder sehen natürlich vieles anders als wir. Wird zumindest immer wieder gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Bin kein Arzt. Könnte gut sein. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da ist gerade ein Boot angekommen. Fisch. Ja, wie komme ich jetzt weiter? Ah.
What? Ich komme hier nicht hoch. Doch jetzt. Das müssen wir gleich noch, oder ein Stück eines Puzzles, das müssen wir gleich noch zusammenfügen. Oder waren wir schon zwei? This place feels. Let's not dwell here for too long. Okay, uns fehlt nur noch ein Stück des Puzzles. Und wie gesagt, es wird immer mysteriöser und abstruser, ne? Ich meine, können das die Erinnerung bzw. die Fantasie des Kindes sein? Also, weil man Geschichten erzählt hat beispielsweise. Wow, what the fuck? Das ist großartig. Also ich habe mich gerade gut erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habt ihr glücklicherweise nicht gehört. Aber ja, ist wirklich gut gemacht. Die Geschichte verstehe ich noch nicht, aber... Vielleicht ist es auch extra so gemacht worden. Also, das ist schwer zu verstehen, das meine ich jetzt. Könnte ja gut sein. Ich glaube, ich muss... Durch das Fenster. Klettern! Scheiße! Hat die gerade die Tür geöffnet? What the fuck, Alter? Boah, ich bin sprachlos. Ich glaube, wir müssen dort nach unten. Ja, hier ist auch nichts weiter. Oh, da haben wir eine Zeichnung. Hier läuft doch jemand. Das ist das letzte Stück des Puzzles. Alter, das ist Speermann!
done? Let's see if it fits with the rest. Ah, ich habe einen Schlüssel bekommen, wa? Ich wusste es. Ich meine, jetzt draußen sieht das Spiel nicht wirklich spektakulär aus. What the fuck, Alter? Es ist gut. Also ich spiele ja auch immer mit Kopfhörern, ne? Also, und es soll ziemlich laut sein, damit man sich erschrecken kann. Es ist extra so gemacht, dass du eigentlich gar nicht gefunden werden kannst. Oder dass dir nichts passieren kann, meine ich. Da könnte ich mich verstecken. Warte mal, wenn ich mich verstecken kann, vielleicht. Taucht die doch noch auf. Oder man soll es einfach nur denken. Würde mich halt auch nicht wundern. Hallo? Danke. Ich höre was. Okay, ich glaube, da hinten müssen wir durch. Aber bis jetzt haben wir ungefähr eine Stunde gespielt, plus minus. Ah. Warte mal. Was wäre, wenn die Erinnerungen der Mutter, naja, halt nur ab und zu mal gut waren? Weil ich meine, wir sehen ab und zu so Bilder von Weinflaschen und sowas. Das ist natürlich sehr mysteriös. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich muss nach oben, ja genau. Vielleicht hat sie ja, weil sie sich von ihren Freund oder Mann getrennt hat, danach angefangen zu trinken. What? Und hat sich dann verändert. Vielleicht wurde sie ja auch ein bisschen brutal zu dem kleinen Kind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, ich muss wieder zurück. Mich würde es nicht wundern, wenn die hier gleich irgendwo stehen würde. Wir nähern uns jetzt langsam dem komischen Tor, wo wir jetzt ja den Schlüssel bekommen haben. Scheiße.
Scheiße. What? Alter. Durch die Geräusche wird's gleich wesentlich intensiver. Oh nein. Ich dachte gerade, dass irgendwas Schlimmes passieren würde. Soweit, so gut. Also das Spiel spielt natürlich ein bisschen mit den Ängsten. Vor allem Geräusche, ne? Das kann es echt gut, also darstellen, erzeugen, wie auch immer. Und die Tür geht bestimmt gleich zu, ne? Oh nein. Rennt die jetzt hier durch die Gegend? Ey, das wäre so mies, ne? Warum bin ich hier jetzt gerade hingefahren? What? Irgendwas läuft hier doch durch die Gegend. Irgendwas läuft hier durch die Gegend. Alter. Okay, da geht's um ein Geschenk. What? Oh nein, ich muss es wegschieben.
Okay. Was ist das wohl diesmal ist? It's your book. Listen. Oh, come on. I'm thirsty, said the rabbit. The rabbit cried and cried. She cried so much that her tears filled the bottom of the well. Den Brunnen haben wir gesehen. Ich meine, sind es einfach nur Albträume, die wir jetzt gerade erleben? Ach, möglich ist alles. Möglich ist wirklich fast alles. Ja. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr so lange dauern, bis wir die Mutter finden. That thing. She seemed so sad and desperate. Ja. Es kann ja auch sein, dass das Kind das erlebt hat oder was die beiden erlebt haben. Ich meine, vielleicht gab play together all the time. Wer weiß. Irgendwann ist da bestimmt mal was drin. So Leute, ich bin gleich wieder da. Ich hole mal kurz was erledigen. Bis gleich. Wisst ihr Leute, das Spiel macht etwas richtig, richtig großartig und zwar, es kann durch diese Bilder schon manchmal etwas schocken und vor allen Dingen nachdenklich machen, denn wir alle hatten mal früher als Kind zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit. Another one down. Listen. We are getting very close to her. I can feel it. Yep. Oh, she must be so worried about you. Oder Angst, wie gesagt, vor dem Unbekannten, ne? Also das ist wirklich geil gemacht. So, wir nehmen dich mal mit, mein Freund. Also ich schätze mal, wir sind auch nicht mehr so weit entfernt von dem Ende. Mich würde es zumindest nicht wundern, wenn wir fast am Ende wären. Schade, dass es nur größtenteils halt in dieser komischen Welt gespielt hat, ne? Aber ansonsten wirklich verdammt gut gemacht, muss man einfach mal sagen. Hallo? Warte mal. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Layers of Fear hier. Okay, ich muss irgendwie da nach oben. Dann machen wir das mal. Hallo? Ja, komm, geh da hoch. Danke. Ist das?
Ich muss aufpassen, ich hier runterfalle. Also wir sehen auch Weinflaschen, ne, oder Bier. Oh Gott. Das war jetzt anscheinend gerade eine schöne Erinnerung. Liegt hier Toilettenpapier? Nee, ich wollte gerade sagen. Oh Gott. Was ist das denn? Eine Spieluhr. War der Vater eventuell Künstler? Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir müssen durch dieses Bild hindurch. Oder? Nee, da können wir nichts machen. Ach, wahrscheinlich zeigt es uns nur den Weg. Ja, das wäre interessant, wa? Und da gehen wir jetzt gleich runter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist, ey, das ist so großartig, ne? Also, wir müssen hier runter. Und vorsichtig sein. What the fuck, Alter? Was ist das hier immer für... Ey, die Geräusche sind, wie gesagt, heftig. Will ich hier sein eigentlich nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Da mal reingehen, würde ich sagen. Also bin ich doch richtig. Okay, gut zu wissen. Ja, das Einzige, was man dem Spiel vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass es unsauber programmiert wurde. Aber ich weiß auch nicht, das wievielte Projekt das hier von dem Entwickler war. Da kann man das noch verzeihen. Natürlich sehr, naja. Schlecht. Oh, ich sehe nichts. Wo muss ich... Was? Warum kann ich denn nicht mehr auf... Oh, das Spiel hat so die scheiß Mikro, klar, ey. Ich bin schon dabei, mich trotzdem hört sich auf. Ich mach mal. Und dennoch dieses Tearing. Ah, da brauchen wir einen
Mond. Okay. Muss ich vielleicht treffen? Ich verstehe es nicht. Steh doch mal auf. Und dann muss ich das da treffen. Achso, die Lampe muss ich vielleicht treffen. Hallo? Ja. Ah, das hat ein bisschen Angst eingejagt, aber nur ganz minimal. So. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was natürlich passiert sein könnte, ne? Do you hear that? What's that sound? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir müssen es glaube ich so machen. Genau. So machen wir es bis jetzt alles richtig. Wait, what? Muss ich das jetzt wieder zumachen? Nee. Ich verstehe es nicht. Muss ich denn... Ja, ich verstehe jetzt nicht, was ich machen soll. Aber vielleicht müssen wir uns erstmal umsehen. Das ist natürlich auch denkbar. Okay. Ah! Ja, da würde ich natürlich auch rüberlaufen. Is it stuck again? Kannst du das jetzt mal wegschieben? Okay. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, Mann. Also wie gesagt, mit den Geräuschen und den Effekten, da spielt es echt erstaunlich gut mit. Kann man nichts Negatives zu sagen. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah. Ich brauche erst den Stern, weil sonst komme ich nicht weiter. Was
ist da? Eine Zeichnung? Du kleines, mieses Arschloch. Ich weiß manchmal nicht, was hier richtig und was falsch ist. Okay, das verbindet sich jetzt mit der Fantasiewelt und der Realität. Ja, vielleicht hat auch das Kind einfach nur einen Albtraum. Ich glaube, da oben muss ich ran. Ich brauche also einen Gegenstand zum Werfen. Ja, ich bin nicht in der Küche. Ich bin im Schlafzimmer. Ich glaube, es ist extra so gemacht gewesen. Muss ich jetzt lang? Ich habe keine Karte, ne? Ich muss mich also immer anhand dessen orientieren. Wo man gerade etwas sieht, wo man vielleicht langlaufen könnte. Da haben wir ein Licht. Da haben wir wieder eine Zeichnung. Ist es unser Vater? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Zu bedeuten hat. Ich habe allgemein keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist so eine komische Bildsprache. Ich weiß nicht, wie man das anders erklären soll. Da sehen wir das Karussell in klein, okay. Also so verschieben kann man es nicht, okay. Dann müssen wir eventuell hier hoch. Vielleicht muss ich das gegenwerfen. Das kann ja nicht sein, oder? Ja. Und jetzt? Ich verstehe nicht. Hä? Was muss ich da machen? Warum komme ich? Hä? Hier flank vielleicht. Ah, okay. Da sollte ich definitiv nicht lang gehen. Oh nein. Hier kann ich nicht lang. Shit.
Ich muss genau da lang, wo die Flaschen sind. Na superbo. Okay. Ey, gibt's überall Wege, ne? Da kannst du halt langlaufen. Dann sehen wir Alkohol. Flaschen. Also irgendwas Schlimmes muss ja passiert sein, dass die, also dass wir solche Bilder überhaupt sehen können. Ich weiß nicht, wo es richtig, wo es falsch ist. Ich weiß überhaupt nichts. Okay, das ist anscheinend falsch. So, Teddy, wo geht's lang? Also ich meine, ich darf die Flaschen nicht treffen, das haben wir ja schon einige Male. Hallo? Mitbekommen. Okay. Das ist alles in Milch oder Bierflaschen? Es ist aber ein bisschen sehr komisch, das Level, muss ich sagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh ja, genau, und ich muss die Tür aufmachen, ne? Ah, okay. So weit, so gut. Sind wir auf der anderen Seite? Ob ich es auch geschafft hätte, ohne eine Flasche zu, also kaputt zu machen? So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah! Verstehe. Und da ist anscheinend die letzte Erinnerung. Sie mag Babyelefanten? Okay. Echt nicht Babyelefanten, ich meine, sie mag Elefanten so. Ach, egal.
got the final memory. Let's hurry. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir die Mama finden. Da geht's aber nicht raus. Ah, aber hier. Was soll ich denn machen? Verstehen tue ich das leider nicht. Oh, was ich jetzt dagegen machen soll? Darf ich vielleicht kein Licht anhaben? Okay, wir haben es geschafft. Hä? Jetzt ist Teddy kaputt. Alter, das ist... Es ist so großartig. Was? Not now. Hm? Wann ist einfach nur die besten Erinnerungen mit dem zweiten Geburtstag? I said not now. Okay, sie hat also getrunken.
One more. We will not take you from me. If you can't embrace and do what Mommy says, I'm going to be very angry. None of us want that. What? Hat vielleicht die Mutter eine gespaltene Persönlichkeit gehabt? Ich muss den Elefanten, oder? Weil Teddy geht ja nicht. Okay, warte mal, kann ich da irgendwas rauflegen? Ach, warte mal, wir haben doch die Hand. Ah, okay. Wait, what? Hatten wir im Schrank einfach nur Angst? Wait, was ist denn hier passiert? Also war das alles nur Fantasie? Also bis jetzt alles, was wir gerade gesehen haben, das war halt auch in der Fantasie oder was auch immer wir gesehen haben. Und hier liegt auch Alkohol rum. Oh Gott. Was wird jetzt passieren? Also auf jeden Fall ist jetzt Tag. Die Mutter weint. Wegen Teddy? Kommt vielleicht jetzt das Jugendamt? Hi, little one. Come here. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up.
Ja, in Erinnerung an Jory Prom. Also ganz ehrlich, Leute, das Spiel hatte wirklich seine Momente, also gerade die erzeugt hat, ne? Also durch die Augen des Kindes war das mal was ganz, ganz anderes. Und die Lichteffekte haben ihr Übriges getan. Und diese Jumpscares waren teilweise nicht schlecht. Ich habe ungefähr zwischen 12 oder 14 Euro bezahlt. Natürlich ein bisschen wenig, aber man muss jetzt hier mal nicht nur die Spielzeit betrachten, sondern wie war das Spiel? Ich habe die Geschichte noch nicht so ganz verstanden. Also ich meine, klar, wir waren bei unserer Mutter und sie hat anscheinend getrunken. Hatte dadurch so eine Art gespaltene Persönlichkeit, hat den Teddy zerstört. Wir scheinen auch von dem Vater getrennt worden zu sein. Und das Kind hat es anscheinend dadurch verarbeitet oder gesehen, wo wir in dieser Fantasie wissen. Fand ich nicht schlecht. Von dem, was es geboten ist, aber für einen Einteiler war es genau perfekt. Kann man das überspringen? Ja, man kann es überspringen. Ich würde mich aber auch freuen, zumindest wenn es jetzt weiterkommt. Na? Genau. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr entweder beim neuen, normalen, beim weiteren Einteiler mit dabei sein würdet. Das war wirklich großartig und ich würde natürlich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir was schreibt, ein Abo dalasst oder was auch immer. Ich werde versuchen, natürlich mich zurückzumelden. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich halt noch mittendrin arbeiten bin. Das kann also mal gut ein bis zwei Tage oder manchmal halt auch eine Woche sein, dass ich nicht schreibe. Mal sehen. Gut. Aber wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.